Videos. George, wo bist du gewesen? Kümmere dich nicht darum. Hast du den Maya-Stein? Vielleicht, aber... Diskutier nicht, André. Gib George den Stein. Naja, natürlich, wenn du es sagst, Nicole. Vielen lieben Dank, André. Georgie hat mir erzählt, du wärst gekidnappt worden, meine Liebste. Ich freue mich, dass er sich offenbar geirrt hat. Oh, aber es stimmt. Wenn George nicht gewesen wäre, dann stünde ich jetzt nicht hier. Es ist noch nicht vorbei. Karzaks Schläger werden weiter nach dem Stein suchen. Darauf kannst du dich verlassen. Die beste Spur, die wir haben, führt nach Caramonte. Caramonte? Das liegt in Mittelamerika. Daher bekommt Ubier seine Kunstwerke. Das ist alles, was wir noch wissen mussten. Komm, George. Ja, ab nach Caramonte, Alter. Einige Tage später. Okay, jetzt wissen wir wenigstens so ein bisschen Tag. Caramonte, des Weltenbummlers Hintern, Tür für Mittelamerika. Tja, so zumindest war es in der Broschüre übersetzt worden. Wir wissen ja nicht genau, wonach wir suchen, aber die Büros von Condor Transglobal sind doch bestimmt ein guter Anfang. Wieso sieht er denn aus wie ein amerikanischer Tourist und sie wie so ein französischer, wie heißt diese französische Armee? Die so Söldner sind. Hey, es ist Markttag. Fremdenlegion. Ich sehe kein Taxi. Fragen wir doch mal jemanden, wie wir nach Caramonte zurückkommen. Okay, und halt die Augen auf, ob du was von Condor Transglobal siehst. Okay, das ist die Caramonte Mine & Co. Und sie guckt sich jetzt irgendwie um und schaut, ob sie irgendwas rausfindet. Das ist eine Ziege, die kennen wir, glaube ich. Ja, dann kannst du nicht mit ihr reden. Ich mag ja die meisten Tiere, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, bei Ziegen vorsichtig zu sein. Und bei Katzen und bei Hunden. Aua. Die ist doch süß. Na, lass mal darauf gehen. Nico, hey, komm, Nico. Wir bräuchten vielleicht deine Präsenz. Das hilft. Die Weißen natürlich hier im Staat, ne, bei den Indigo-Klonen hier. Ja, hallo. Grüß Gott. Hola, Senora. Hi, ja, wir wollten eigentlich nur... Ich habe mit der Dame gesprochen, Chico. Okay, Chico. Hi, ich heiße Nicole Collard. Concha Garcia. Wie kann ich Ihnen helfen, Schwester? Die Firmengruppe, die ich vertrete, plant eine größere Investition in Caramonte. Ihr Rat als offensichtlich erfolgreiche Führungspersönlichkeit ist genau das, was ich hier suche. Mein Assistent Mr. Stobart würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ja, dann fragen wir Sie mal. Haben Sie mal von einem Kerl namens Karzak gehört? Nein. Wer soll das sein? Er ist der Grund, warum wir nach Caramonte gekommen sind. Wir vermuten, dass er einen Drogenring betreibt. Naja, ich hoffe, Sie finden ihn. Aber den Namen habe ich noch nie gehört. Okay. Sagt Ihnen dieser Stein irgendwas? Ich würde sagen, es ist ein Geisterstein. Gemeißelt von einem Maya-Priester, stimmt's? Ich weiß nur nicht, zu welchem ihrer vielen Götter er gehört. Der Geisterstein. Können Sie mir irgendwas über diese Statue erzählen? Das ist Tezcatlipoca, der Gott des Todes und der Pestilenz. Diesen Talisman würden viele für ein böses Omen halten. Oh, ein böses Omen. Ah, deswegen stand er da und hat Nico bewacht, oder was? Ja, es scheint wohl sehr, 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 sehr sonnig hier drin zu sein. Er muss auf jeden Fall seine Sonnenbrille nicht abnehmen. Erkennen Sie das Symbol hier auf dem Etikett? Condor Transglobal. War das eine Firma hier aus Caramonte? Ja, sie hatten so ein altes Containerschiff, die Maya-Prinzessin. Oh, und wo ist die Maya-Prinzessin, wenn ich fragen darf? Wissen Sie, wem Condor Transglobal gehört? Nicht die leiseste Ahnung. Schade eigentlich. Okay, was ist damit? Hätten Sie vielleicht Interesse an diesem Höschen? Scheint etwa Ihre Größe zu sein. Ist das deine beste Anmache, Chico? Ich meine es ernst, die habe ich zufällig gefunden. Steck es lieber weg, bevor du dich noch zu sehr aufregst. Eieieiei. Sein Mund ist so geil. Was hat er gesagt? Haben Sie von der bevorstehenden Sonnenfinsternis gehört? Ich interessiere mich nicht sehr für diesen Kram. Vielleicht weiß einer der Jungs was darüber. Okay. Wir fragen die mal. Ich gehe dann mal, ne? Nein, nicht da. Den hier.
Sekretär, den brauche ich. El Sekretär. Nein, sie geht jetzt wirklich raus, oder? Ach nein, ich wollte auch den Sekretär sprechen. Hi, einen schönen guten Tag und willkommen bei der Consolidated Mining Bergbaugesellschaft. Wenn Sie in Caramonte City bleiben, dann empfehle ich Ihnen unsere Consolidated Mining Erlebnistour. Eine interaktive Führung durch eine unserer tiefsten Minen mit Reiseführern in drei verschiedenen Sprachen. Eine Führung durch ein Bergwerk? Naja, wir sind eine Bergbaugesellschaft. Was haben Sie erwartet? Ja, stimmt schon. Wissen Sie etwas über diese Sonnenfinsternis, die bald eintritt? Ich? Nein, Senior. Warum muss er denn allen das Füßchen unter die Nase halten? Ja, weil er es kann. Warum nimmt Nikum das nicht weg? Das ist eher die Frage, die ich mir stellen würde, genau. Wissen Sie, wo ich Senior Karsak finden kann? Nein, Senior. Na, dann fragen wir mal die anderen. Die wissen vielleicht was. Freuen Sie sich schon auf die Sonnenfinsternis? Nicht besonders. Und Sie? Ich weiß nicht. Hab noch nie eine gesehen. Alles, was ich weiß, ist, dass man sie sich nicht mit bloßem Auge ansehen soll. Bitte gehen Sie und lassen Sie mich meine Arbeit tun, ja? Schon mal von einem Typen namens Karsak gehört? Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diesen Bericht nicht rechtzeitig fertig kriege, wird die Chefin zur rasenden Furie. Ah, das kann ich mir vorstellen, ja. Fahr ich mal zum nächsten. Einer von denen muss doch irgendwie Solitär spielen oder so, Moorhuhn oder sowas. Schon mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein, Senior. Das sind alles Klone. Wussten Sie schon, dass in ein paar Wochen eine totale Sonnenfinsternis eintritt? Jo, Joe hat es mir erzählt. Er schmeißt eine Party und wir sind alle eingeladen. Meine Jungs und ich verkleiden uns als böse Mönche. Wirklich? Cool. Geil, böse Mönche, Alter. Ja, super cool. Super innovativ. Ein böser Mönch. Wissen Sie von der Sonnenfinsternis? Ja, und ich freue mich schon darauf, Sie zu sehen. Soll ja ziemlich spektakulär werden, was man so hört. Die findet in ein paar Wochen statt, nicht wahr? In 9 Tagen. Danke. In 9 Tagen. Schon mal von einem Herrn mit Namen Karsak gehört? Nein. Oh, der wird aber ganz ernst auf einmal. Okay, da ist also Nico, ja. Das bezweifle ich irgendwie. Oh, guck mal, da ist ein Schrank. Da können wir uns doch vielleicht drin verstecken, oder? Lass mal gucken, vielleicht können wir da wohnen. Bleiben Sie da weg! Was? Das geht dich gar nichts an, was ich in meinem Schrank mache. Da wird der Sprengstoff aufbewahrt. Ach so. Okay, gut zu wissen. Gut, okay, Conchita und alle anderen hier drin. Wir gehen mal hinaus. Nico ist offenbar schon weit weg und vorgelaufen. Ich weiß nicht genau, was sie macht, aber ja, gut. Können wir hier unten noch irgendwo rennen? Ach, das ist ein Plakat. In Caramonte ist es wahrscheinlich ein Schwerverbrechen, Plakate zu bemalen. Sieht für meinen Geschmack aus wie ein frühes Porträt von Orson Welles. Okay, also das ist eine Ziege, da sind eine Menge Menschen und Typen. Wir können die mal alle so befragen. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo hin können. Achso, da, guck mal. Oh, das ist Pearl. Und das ist die Polizei. Was macht Pearl denn hier? Was für ein Zufall. Jostopat, also von allen... Pearl Henderson, oh Mann, das ist aber ein Zufall, was? Wenn du so lange mit einem verrückten wie Duane verheiratet bist wie ich, hörst du auf, an Zufälle zu glauben. Ich habe Pearl und Duane zuletzt auf der anderen Seite des Globus getroffen, in Syrien. Er ist Armee-Veteran, der vermutet, dass er für den CIA arbeitet, aber ganz sicher ist er nicht. Bei ihr waren die geistigen Störungen nicht ganz so offensichtlich. Wieso kann ich ihr denn nicht das Höschen zeigen? Jedem kann ich das Höschen zeigen, aber Pearl nicht. Das ist ja komisch. Ist Duane auch hier? Ja, aber natürlich. Ich konnte ihn doch schlecht alleine zu Hause lassen. Seit Duane aus dem Krieg zurückgekommen ist, können wir es nicht mehr ertragen, voneinander getrennt zu sein. Und wo ist er dann jetzt? Wir reden nicht mehr miteinander. Okay. Warum sprechen Sie nicht mehr mit Duane? Weil er ein alter, sauertöpfischer Spielverderber ist. Ich will unbedingt eine dieser alten Pyramiden besichtigen. Aber Duane sagt, er müsse in der Stadt bleiben. Stimmt. Und Sie wollen jetzt nicht alleine losziehen? Naja, was hat es denn für einen Zweck, in so eine alte Pyramide zu klettern, wenn niemand da ist, der mich dabei fotografiert? Oh Gott. Ja, das ist natürlich wichtig. Arbeitet Duane immer noch für den CIA? Wenn ja, dann weiß er es nicht.
Er ist ein sogenannter Schnarcher. Meinen Sie nicht einen Schläfer? Nein, das ist was anderes. Er dachte ja, er würde für Sie arbeiten. Aber seine Psychotherapie hat ihn von diesem Glauben geheilt. Ach so. Was er nur nicht weiß, ist, dass er jetzt wirklich für Sie arbeitet. Zumindest habe ich das so verstanden. Okay. Was bringt Sie nach Caramonte, Pearl? Dasselbe, was mich überall hinbringt. Der Markt. Sie sind 2000 Meilen gefahren, nur um shoppen zu gehen? Shopping ist meine Rolle in der Wirtschaft des großen göttlichen Plans, George. Was halten Sie von diesem Stein, Pearl? Oh, ist der hübsch. Was soll das da sein? Ein Kaninchen? Ich glaube eher, es ist ein Kojote. Na, auf jeden Fall ist er sehr niedlich. Erstaunlicherweise fragt sie mich nicht, wo sie einen kaufen kann. Ja, das wundert mich auch. Was halten Sie von dieser Statue, Pearl? Oh wei, das ist ja eine lebensgetreue Abbildung von Duanes Bruder Sheridan. Etwas weniger Körperbehaarung vielleicht, aber sonst ganz der Bruder. Schauen Sie mal, Pearl, ein Tequila-Wurm. Komm mir mit dem Ding bloß nicht zu nahe, Hanni. Ich den immer noch in seiner Hosentasche rumträgt. Ich schreie sonst wie ein Frosch auf einem heißen Teller. Die Musikanten beobachten mich. Ja, etwas argwöhnisch, ne? Was halten Sie hiervon, Pearl? Was für niedliche kleine Federn. Also wenn ich zwei davon hätte, geben die ein hübsches Paar Ohrringe ab. Dies hier ist nicht als frivole persönliche Verzierung gedacht, Pearl. Das ist ein Blasrohrpfeil, dessen Spitze ein schnell wirkendes, muskellähmendes Gift enthält. Verzeihung, da habe ich mich wohl geirrt, Honey. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kommunikation mit Pearl vergleichbar ist mit dem Aussenden von Signalen in den Weltraum. Wenn man lange genug wartet, bekommt man vielleicht eine intelligente Antwort. Aber die Chance ist verdammt gering. Ja, sehr gering. Schauen Sie sich mal diesen Zeitungsausschnitt an, Pearl. Das müsstest du mir schon vorlesen, George. Ich habe meine Brille in einer schwulen Kneipe in Santa Barbara vergessen. Es geht um die totale Sonnenfinsternis, die in ein paar Wochen hier ansteht. Man sollte doch annehmen, dass eine die eigene Regierung vor sowas warnen könnte, oder? Das ist nicht gefährlich oder so. Offenbar ist der beste Ort, um die Sonnenfinsternis zu beobachten, genau hier in Caramonte. Nein, sowas. Sie scheint nicht im geringsten interessiert. Wir sehen uns noch, Pearl. Okay. Okay, hier können wir auch in die Polizei gehen. Hey, Nico! Können wir gehen mal in die Polizei, Nico? Vielleicht interessieren die sich für, naja, unsere Fakten. Der Chef. Ich habe getan, was man mir aufgetragen hat, Professor. Oh Gott, was ist der denn für ein Typ, ey? Nachdem die Mine geschlossen ist, gibt es niemanden mehr in der Gegend, der ihre Ausgrabungen beobachten könnte. Ich habe Besuch. Denken Sie nur daran, was ich Ihnen gesagt habe, General. Es gibt keinen Grund, den Mann zum Märtyrer zu machen. Oh, Indiana Jones. Senior. Tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen, Senior. Willkommen in Caramonte. Danke. Tach. Mein Name ist George Stobbart. Ich bin aus Kalifornien. Aber was haben wir denn da? Einen Engel, der auf die Erde herabgestiegen ist? Nicole Collard, enchanté, mon général. Verzeihen Sie mir, Senorita, aber ich konnte nicht anders. Ja. Hören Sie, wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Da sind Sie bei mir genau an der richtigen Adresse, Senor. Fremdenverkehrsbüro, General Graziento, zu Ihren Diensten. Ja, dann setze ich mal in den Stuhl da. Ich glaube, ich würde lieber mit seinem Kollegen reden. Ich glaube, der hat mehr auf dem Kasten. Ist das hier das Fremdenverkehrsbüro? Draußen auf dem Schild steht doch Polizei. Es ist beides, Senor. Ich bin ein vielseitiger Mann. Das sehe ich, General. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Karzak gehört? Nein, von dem habe ich noch nie gehört. Gibt es in der Nähe der Stadt irgendwelche Ruinen? Aber natürlich, Senor. Caramonte hat alles zu bieten. Ein Freund von mir möchte gerne eine dieser historischen Fundstätten besuchen. Rinaldo wird sie mit Vergnügen herumführen, nachdem er den Papierkram für heute erledigt hat, selbstverständlich. Ja, gerne. Da lass ich mich gern rumführen. Wer war der Mann, mit dem Sie vorhin gesprochen haben, als wir gekommen sind? Ja, Professor Ubier, ein Gast unseres Landes, Senor. Genau wie Sie. Haben Sie gerade Ubier gesagt? Sie, Senor. Professor Ubier, ein französischer Archäologe. Und wo ist er? Was macht Ubier in Caramonte? Er erforscht unsere vielfältige und glorreiche Vergangenheit, Senor. Der Professor plant eine Expedition zu einigen Maya-Ruinen. Er kam zu mir wegen einer Ausgrabungserlaubnis. Und? Erteilt? Willst du einen Hundekuchen? Möchten Sie vielleicht einen Keks?
Wollen Sie mich etwa bestechen? Jeder Mann hat seinen Preis. Aber meiner ist höher als ein Hundekuchen, Senor Stoppard. Okay. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Das ist eine eingeborene Schnitzerei, stimmt's? Wo haben Sie das her? Haben wir auf dem Markt gekauft, als Souvenir. Oh, da kommt ein Fax rein. Okay, ich mach's. Was halten Sie von diesem Höschen, General? Oh Mann, fabuloso. Es gehört Ihnen, wenn Sie mir alles verraten, was Sie über Karsak wissen. Ich sage Ihnen doch, von dem habe ich noch nie etwas gehört. Bekomme ich jetzt das Höschen? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Oh Sie haben mir gar nichts erzählt. Was ist denn das? Oh Gott. Schauen Sie sich doch bitte mal dieses Etikett an. Oh, Sie, Senor. Condor Transglobal. Können Sie mir sagen, wo ich deren Büro finde? Nein, Senor. Ich habe noch nie von denen gehört. Wie und ist das Rinaldo für mich? Die Dame von der Bergbaugesellschaft meinte, vor kurzem sei ein Schiff von Condor hier gewesen. Concha Garcia spinnt. Wenn ein Schiff hier gewesen wäre, glauben Sie wirklich, ich hätte das nicht gemerkt. Ja, offenbar nicht. Du bist mehr so ein kleiner Korrupti, hä? Sind Sie sicher, dass Sie noch nie etwas von Condor gehört haben? Oh ja. Die Firma ist aber hier in Caramonte City registriert. Sie irren sich, Senorita. Was Nico halt sich denkt, wenn er so immer mit dem Höschen so in der Luft rumwirbelt, so, hallo. Wissen Sie irgendwas über die bevorstehende Sonnenfinsternis? Ist es ja nicht, sie hat es ja nie getragen oder so. Das ist ja gar nicht aus ihrem Bestand, sondern Nico trägt bestimmt solche Höschen überhaupt. Ich hätte gar kein Interesse daran. Ich komme wieder. Sondern das war ja nur ein Geschenk. Eigentlich ist es ja André Rieus Höschen. Hi, ich bin George Stobart. Hallo, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Es war ein Geschenk. Naja, gut. Naja, gut. Gibt es irgendwelche antiken Pyramiden in der Nähe von Caramonte? Si, Senor, eine. Aber die ist nicht sehr beeindruckend. Eher eine Ruine. Das ist perfekt. Wären Sie bereit, den Führer durch die Ruinen zu spielen? Das kann ich nicht. Den General träfe der Schlag, wenn ich diesen ganzen Papierkram unerledigt ließe. Ach, immer dieser Papierkram. Erkennen Sie diese Statue? Tezcatlipuca. Der Nachtwind. Nehmen Sie das weg, Senor. Dieser Stein ist verflucht. Aha, die haben richtig Angst davor, ey. Wissen Sie irgendwas über die Sonnenfinsternis? Nein, Senor. Dank der Geheimniskrämerei von El General tappe ich bei den meisten Sachen ohnehin im Dunkeln. Ja, weil sie es bei sich trug. Bis später. Also, ja, das duftet halt nach ihrer Tasche, nicht nach... Naja, ihr... Ne? Ich brauche keine Reklamesendungen, besonders nicht die von anderen Leuten. Konstanze kommt schon hoch. Was guckt er eigentlich da? Das finde ich ja ach sehr verwirrend. Ich lasse den Fernseher eingeschaltet. Nein, Quatsch. Ah, da wird getrunken, okay. Hier ist irgendwie ein krasser Hacker-Laptop. Computer mit irgendwelchen krassen Vulkangrafen. Ein Computermonitor mit einem uralten Spiel drauf. Ich habe keine Zeit, mich mit Computerspielen abzulenken. Das ist so Space Invaders läuft da. Und da ist ein Tresor. Der Tresor ist zweifellos abgeschlossen. Okay, er hat... guckt die ganze Zeit nur Nico an. Ich weigere mich, diesen Durchgang zu untersuchen, solange der General da rumsitzt. Okay, genau, da ist nämlich ein Durchgang nach hinten. Ich weigere mich... Ja, ja, ist okay, komm, wir gehen mal... Wir gehen mal hier, was gibt's da? Aktenschrank. Ah. Der Aktenschrank ist wahrscheinlich abgeschlossen. Ja, Nico geht immer schon mal vor, das ist halt auch so geil. Wir könnten die Ziege mit den Hundekuchen füttern. So, kommen wir hier noch warum irgendwo hin? Ich dachte, er wüsste vielleicht etwas darüber. Tja, jetzt weiß er auf jeden Fall etwas darüber, nämlich, dass wir ihn haben. Achso, warum hast du den Stein gezeigt, hat sie gefragt. Habe ich es leider überbrückt. Du hast ziemlich dick aufgetragen bei dem General. Ich habe nur seinem Ego geschmeichelt, George. Jedermann hat seine Achillesferse. Vielleicht, aber der schwache Punkt bei diesem Kerl ist bestimmt nicht an seinem Fuß. Lobino hat mir erzählt, er sieht dich sehr oft. Wir treffen uns manchmal auf einen Drink oder zum Essen, du weißt schon. Nachdem du in die Staaten zurückgegangen bist, habe ich mich ziemlich einsam gefühlt. Einsam? Du musst ja schon verzweifelt gewesen sein. Konntest du nicht einfach in den Zoo gehen oder sowas? Freunde, es hat doch lieb einander. Der Mann, den wir bei der Unterhaltung mit dem General beobachtet haben, war Aubier. Hast du ihn nicht erkannt? Ich habe ihn doch nie getroffen, weißt du nicht mehr? Der Typ, den ich in Paris angerufen habe, hat vorgegeben, Aubier zu sein. Stimmt, aber ja. Er klang nicht im Entferntesten wie der Kerl auf dem Polizeirevier. Vielleicht ist der Professor wirklich unschuldig. Ach was, es ist ein viel zu großer Zufall, dass er hier in Caramonte ist. Hm, ja, ja.